Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Ark. Ja, ich bin mit meinem kleinen Vögelchen unterwegs. Ich wollte zwar den Kano eigentlich mitnehmen, aber nicht, wenn da unten zwei Spinos rumrennen. Die sind mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Ja, ihr seht gerade einen Vorteil vom Agent Tavis. Er kann weitaus mehr tragen. Ihr seht einen Nachteil vom Agent Tavis. Er ist arschlangsam. Das heißt, ich muss da drauf jetzt noch meinen kleinen trainieren. So, ich habe schon einen Quetzal gesehen. Das heißt, das wird uns als nächstes Viech sein, das wir tamen wollen. Aber wir müssen natürlich erstmal Brutus nach Hause kriegen, der mittlerweile auch wieder. Ja, ich bin wieder aufgetaucht. Er ist wieder aufgetaucht. Und wir müssen ihn jetzt heile nach Hause kriegen, ohne dass ihn die zwei Spinos fressen. Die zwei Spinos sehen mich zwar auch total reizen, dass wir sie kriegen. Aber die stehen fast nebeneinander. Das ist fast unmöglich. Und wie gesagt, dafür habe ich ja auch den Vogel geholt. Und ich habe jetzt bestimmt den zweiten Sattel einstecken, ich Trottel. Ich sehe Insekten voraus. Ich habe ja so einen Spaß. Siehst Insekten voraus. Ja, aber ich glaube, das sind die Libellen. Ich glaube, die tun noch nicht so viel, ne? Ah! Ah! Ja, was viel Schöneres gefunden, eine Schlange! Ah. Scheiße! Hat die mir in den Arsch gebissen. Ja. Ja, vor allem du musst aufpassen. Die narkotisiert dich sau schnell. Nicht, dass dir die Lichter ausgehen. Pass auf deinen Topper auf. Und wenn du so gelbe Be weiße Bären hast, fressen. Ich muss erstmal einen Überblick behalten hier. Das ist das Problem. Was die Ankylos jetzt da unten alles machen, ja, die kämpfen gerade mit irgendwelchen Libellen-Scheiß hier. Ah, ich habe mal wieder Bodennebel. Ja, es kommt noch dazu. Hoffe gerade, dass ich auf dem Weg zu dir bin. Möchte weder deinen Petri verlieren noch die zwei Ankylos. Den Sattel habe ich schon gebaut. Ich glaube, bei mir ist wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. Weiß ich noch nicht, ob ich immer noch richtig laufe. Na, kommt schon wieder was angeschissen hier. Ja, das Sumpf ist saugefährlich. Eine blöde Schlange. Ja, die Schlangen sind auch saugefährlich, vor allem die sind sau zahlreich. Sumpf. Ah, toll. Aua, 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 aua. Ja, ich sehe dich leider. Wieso beißt dich eigentlich eine Schlange? Machst du nicht auf den Weil ich Vogel? mit Du sollst nicht mit einem Vogel rumlaufen, sondern dem. Ja, ich bin gerade narkotisiert. Ja, muss ich ja, damit die Viecher mir folgen können gegen das Stange. Ich bin narkotisiert, ich bin gleich tot. Ja, und ich werde dich nie mehr finden. Schau auf die Minimap, wo du bist. Kann ich nicht, während ich narkotisiert bin. Sehr schön. Der erste Ankylo ist tot. Captain Und Brodus ist ich auch. tot. Scheiße, lässt auf mich warten müssen, bis ich wieder da bin. Ich bin ungefähr bei. Der zweite Ankylo ist tot. Ich bin ungefähr bei 42, 65 gestorben. Aber ich glaube nicht, dass du da jetzt hin willst, meine Leiche schlendern. Ja, wir haben beide Ankylos verloren. Ja. Ein Flieger vielleicht auch. Nein, den gibt's noch. Aha, hinter mir war auch eine Schlange. Prost, Mahlzeit. Meiner hechelt sich gerade weg. Wo hast du gesagt, warst du ungefähr? Warte. Ich bin jetzt auf 40, 70. 42,
65 sowas im Dreh. Jetzt ist es scheißegal, weil jetzt ist auch Petri tot. So, jetzt haben wir die ganze Gruppe verloren. Du darfst natürlich nicht auf dem Boden rumlaufen. Ich bin ja eigentlich direkt hochgegangen. Ja, aber du wirst alleine mit der Schlange eigentlich kämpfen lassen, aber... Die Schlange, du hast doch kein Torpor. Also das heißt, du hast noch keine Möglichkeit, dass du dich gegen das Gift wehren kannst. Und vor allem, du wurdest schon von der ersten Schlange gebissen. Das heißt, dein Torpor hat sich schon aufgebaut und die zweite Schlange hat dich narkotisiert. Ja, und Petri muss ja auch narkotisiert haben, vermute ich, weil ich bin vom Vogel runtergeflogen. Und ich habe nicht E gedrückt. Problem ist jetzt ja, dass wir unser ganzes... was hast du noch alles im Inventar gehabt? Eigentlich nur meine Sachen. Ja, okay, das Gewehr habe ich ja zum Glück nicht mitgenommen. Ansonsten ja, ein bisschen Narkotik, ein bisschen Fleisch, also jetzt nichts wirklich Gravierendes. Mach mal dir Narkosepfeile. Komm mal, ich muss erstmal laufen, ich bin etwas weit weg gespawnt. Ja, wir müssen dann auf jeden Fall auch... ist jetzt gerade beschissen gelaufen. Weil das Lustige war, ich war gerade ungefähr über dir. Ja, zumal ich gesagt habe, ich will nicht in den Sumpf. Ist schon warum. Ja, aber die Schlange hätte ich ja greifen können. Ich kann ja Schlangen, glaube ich, tragen. Naja, jetzt holen wir uns was, dass wir den Ankylo dann nach Hause tragen können. Das wird jetzt lustig. Das machen wir jetzt zum allerersten Mal. Also nicht verrecken, das kennen wir schon. Das machen wir öfters. Zum Glück haben wir noch einen Ersatzflieger, ne? Ja. Kommst mal an einen besseren Flieger ran. Hast du denn den Sattel bauen oder brauchst du mich? War da nicht einer, der einen Sattel hatte? Ja, ich glaube, Roschner das seiner. Aber nimm dann den anderen. Also bauen kann ich mir keine Sattel, ich habe keine Sattel gelernt. Ja, okay, dann baue ich dir schnell ein. Dafür brauche ich jetzt Hide, Fiber, Keratin. Hide. Okay. Okay, wir haben zu wenig Leder. Ja, ein bisschen Leder hätten wir da wohl drin gehabt, aber... Aber ich kann dir keine mehr bauen, meine ich damit. Hier ist eine Schildkröte. Wir brauchen aber auch keine. Wir brauchen Pfeile und, sonst was. Achso, ja, dann ist gut. Und das Schlimme wird, ich muss den erstmal finden. So, ich klau mal Rohrschneider die Pfeile. Naja. Aber merken, lieber die Ankylos zurücklassen und abhauen. Weil es ist wichtiger, dass du überlebst, als welche, die wo wir uns so wieder tamen können. Es war ja nur 4 und 8. Ich weiß nicht, was das Spiel gegen uns hat. Ist auch bei uns im Stream-Server jedes Mal so. Wenn wir ein Viech finden. Ist es überhaupt kein Problem, es zu narkotisieren und zu tamen. Das Problem ist dann der Rückweg. Weil dann auf dem Rückweg alles spawnt, was uns umbringen kann. Habt ihr gerade gesehen? Ich bin zurückgeflogen, ihm werden auch noch zwei Spinos vor der Nase rumgeeiert. Aber der Sumpf ist ja saugefährlich geworden. Leckt mich am Arsch. Ach, Setch brauche ich statt Holz, okay. Bist du denn überhaupt? Ach da. Ich bin gerade beim Biber. Dachte, man braucht Fiber und Holz für Pfeile, aber nein, aus Setch. Warte. Ja. Ich leg dir mal meine gesamten Pfeile rein. Okay, ich leg dir nicht alle rein. Ich leg dir 100 rein. Wenn du nochmal 50 hast, wär's nicht schlecht.
Dann muss ich nämlich schauen, was wir brauchen. Vor allem, wir müssen den erstmal finden und vor allem, der muss so abstürzen, dass wir nicht verrecken. Was werden wir für dich brauchen? Für dich brauchen wir auf jeden Fall Raw Meat. Prime Meat können wir vergessen. Connection lost. Und ja, super, jetzt geht das wieder los. Dieses Problem hatte ich gestern schon. Aber das ist kein Problem. Denn ich habe was zum Ausweichen. Connected. Und da ist unser Brot ist auch schon. Ja. Bei dir auch gerade der TS bestimmt abgeraucht. Genau. Und ich dachte mir, Arc geht noch, also liegt es wieder nicht an mir. Ja, sehr schön. Aber wir denken schon mittlerweile alle in dieselbe Richtung, das ist gut. So, ich wollte doch ein Narkotik noch holen. Ah, wir haben da momentan leichte Serverprobleme. Da hat es auch in der letzten Zeit einmal ab und zu mal keine Minecraft-Videos gegeben. Dafür entschuldigen wir uns natürlich gerne. Aber wie gesagt, wenn man, wenn auf einmal das komplette gut ausfällt, ja, wird es halt leider schwer. So, ich hab dir, Narkotik rein. Ja. Und jetzt muss ich mal gerade gucken, was ich brauche für den Sattel. Vor allem welches Level. Ich sehe das gerade richtig, ich habe ihn noch nicht. Das heißt, wir haben auf jeden Fall erst bis Level 60 Zeit, bis wir dann sozusagen richtig loslegen können. Aber das würde dann weniger ein Problem sein. So, nackiger Mann, wie weit sind wir denn? Die Pfeile craften, die Hälfte habe ich schon. Teil 1 oder Teil 2? Narkotik schon. Jetzt hat sich gerade mein Spiel aufgehangen. Ja, das kann sein, dass es jetzt gleich wiederkommt. Oder dass du ganz fliegst. Das ist nämlich ein kleiner Bug. Wären nur noch 14 gewesen. Ah, ich glaube, er ist durch. Ah. So, 50 Narkosepfeile habe ich. So, das heißt, du müsstest jetzt, wenn du alle die aus dem Biber rausnimmst, glaube ich, 150 Stück haben. Aus dem Biber. Bin ich nicht im Biber? Nein, ist auf dem Tisch. Achso, okay. Ich habe dir auch die Armbrust reingelegt. Aber du hast ja keine mehr. Jetzt habe ich 150, genau. Ankylosättel haben wir noch, okay. Ja, keine Ankylos mehr. Ah, okay. So, ich baue mal gleich noch einen nächsten Armbrust. So. Ja, ich guck mal, dass ich meine alten. Oh! Was will er denn? Achso, du bist aufgesprungen. Ja, was der jetzt ich will. Gesagt, hab ich meine Anziehsachen reingetan, meine alten. Nee, hast du ja, mir ne? nicht gesagt. Ein Tisch. Gesagt, dass ich die in ein Tier reingeschmissen habe. Kann mich nicht mehr erinnern. Dann hätte ich wenigstens Stoffklamotten. Die vom Rohrschneider. Der arme Kerl, ich kann da nicht ausziehen. Hier habe ich was. Schaut gerade lustig aus. Bzz, bzz, bzz. Schwanken. Bin ja mal gespannt, ob das auch noch kommt. Dass man mit denen Pirouetten drehen kann und so weiter. Also beim Pteranodon geht's ja mittlerweile. So, jetzt muss ich mir den Sattel von wem nehmen? Gar nichts, das soll sich unter meinem Vogel stellen. Ah, okay. Gehst du? Ja. Ich glaube, so. Ich hänge. Ja. Ja. Das heißt, ab jetzt musst du dann gleich die Armbrust nehmen. Ah, okay. Das Hecheln finde ich immer nett. Glaube, ich verstehe, was du vorhast.
So, vor allem ist das Problem, wird jetzt erstmal wieder sein, ich muss ihn dann später finden. Und mit meinem Glück wird's dunkel, bis wir den haben. So, ich gehe mal ein wenig auf Geschwindigkeit. Jo. Könntest bitte mal das Regnen aufhören? Aber das Geile ist, wir können jetzt dann so insgesamt tamen. Also auch die großen Fleischfresser und so runterknallen. Ja. So. Das ist der Fluss. Glaube ich noch nicht da, ne? Also hier ist eine doppelte Flussanbindung. Unten ist ein Spino. Dann sind wir schon drin. Dann war der irgendwo da drüben. Ja, das Problem ist jetzt gerade, du siehst jetzt gerade, wo du noch fest vorbeigehen müssen. Schau mal, was vor uns ist. Ach, da oben. Okay. Ja, unten ist der schlecht. Level 8. Passt bitte auf, wo du den abschießt. Weil ich möchte nicht, dass der weder im Wasser landet, ja, noch vor den Spinos. Jetzt habe ich das Problem, ich sehe ihn nicht. Und ich will den Pfeil nicht in den eigenen Vogel reinjagen. Frage mir, wie ich fliegen soll. So ist gut im Moment. Dass du halt über ihm bleibst. Ich will nur nicht, ob meine Bolzen reingehen. Warte mal, ich fliege mal näher hin. So, halbe Torpor habe ich schon. Oh, jetzt greift er uns an, glaube ich, oder? Nee. Der ist zahm. Wenn er da runtergehen würde, wäre jetzt klasse, ne? Schau mal, wo er jetzt gerade hinfliegt. Ja, ja, ja. Das ist mir, das gefällt mir gerade gar nicht. Dreh bitte ab, Blödsviech. Aber weißt du was? Behalten mal wegen im Auge. Du bist zu tief auf alle Fälle. Nee, ich muss runter. Achso, okay. Ich schmeiß dich mal runter. Ja. Jetzt. Ja. Okay, noch sehe ich ihn. Laden. Ich bin voll. Kurz. Bin ich vor dir, unter dir. Kurz. Okay. Aber da, wo er momentan entlang fliegt, da werden wir ihn nicht abknallen. Aber du kannst mal auf jeden Fall nochmal einen Pfeil reinjagen. Hoff, dass er nicht dann abstürzt, dass er jetzt dann, Da unten will ich ihn nicht sammeln. Das ist, Da ist er tot. Ja. Wir mit ihm. So. So, einen habe ich ihm nochmal gegeben. So, warte mal. Liegt immer in die falsche Richtung. Ich brauche gerade... Ja, es ist das, Bezalotus. Der braucht, wenn es den Kopf trifft, 3 bis, nee, was haben wir gesagt? Was ist das für ein Level? Level 8, hast du, glaube ich, gesagt. Ja, also das heißt, du brauchst Körpertreffer insgesamt, zwischen 9 und 21. Ja. Wie viel meinst du, dass du getroffen hast? 12, 13 Mal. Okay, das heißt, ich muss ihn da wegen treiben. Also erst wieder auf ihn schießen, wenn du dir sicher bist, dass da kein gefährliches Gebiet ist. Gibt es das hier überhaupt? Ja, da wo wir gerade waren. Jetzt kannst du nochmal einen Pfeil reinjagen. Was?
Da will ich ihn auch nicht runter haben. Nee, da will ich ihn. Spino. Nee, die Spinos sind auf der anderen Bucht, oder nicht? Oder sind die hier? Die waren da unten. Nee, der ist in dem im Flussbett drin. Ich glaube, der war daneben. Echt? Nein. Nicht wieder in den Sumpf. Er kippt gerade richtig Gas, merkst du das? Ja. Sehr schön. Die Richtung weiterfliegen. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Weil das sind zwei Spinos, also. Die Leute werden gerade Höhenangst kriegen. Am besten treiben wir jetzt zu uns hin, zur Basis. Genau. Und fällt er genau aufs Haus und kracht das Haus zusammen. Ich baue das Haus dann auch gerne nochmal neu auf. Ist ja eh noch kein Dach drauf auf dem Haus. Doch, danach schon. Da unten ist der Sumpf, da unten will ich ihn nicht haben. Gib ihm nochmal einen bitte. Er soll Angst kriegen und wegfliegen wollen. Und dann fängt er nämlich an, die Richtung zu ändern. Sucht er uns? So, da gefällst du mir schon besser. Zwar auch saugefährlich, aber nicht so gefährlich wie Sumpf. Ich gebe ihm noch einen. Warte, bis ich näher dran bin. Jetzt. Also ich komm nicht hinterher, ich komm nicht hinterher, ich komm nicht hinterher. Mir wär's am liebsten, er würde da hinten aufs Plateau gehen. War schon grad. Auch das Plateau da, aber das Problem ist, da laufen auch Schlangen rum. Schau mal unten ins Wasser. Ach nee, das sind Krokus. Auch nicht besser. Landet der gerade? Boeing setzt zur Landung an. Kann gut sein, ja. Alter, das ist ja. Soll ich noch einen geben? Nein, warte noch, das soll über den Wald sein. So, ich switch mal wieder auf die andere Ansicht. So, jetzt versuchst du den Kopf zu schießen. Ja, toll, wenn du es hinter mir teil zeigst. Du musst über ihn, dass ich von oben auf den Kopf schießen kann. Okay. Weißt du, wie scheiße schwer das ist? Ah, es war wieder der Rumpf. Okay, aber der hat gerade einen richtig geilen Abflug gemacht. So, dann fliegen wir mal Richtung Sumpf. Dass er da nicht abdreht. So, gib ihm. So, ich muss nochmal runter. Ja. Wir halten wieder im Auge. Lass los. Er ist außerhalb meiner Render Distance. Aber ich guck dahin, wo er zuletzt war. Okay, ich bin voll. Komme. Ja. Sehr schön, du bist genau richtig zurückteleportiert worden. Greifen. Gut. Ich glaube, ich war auch die Sicht. Ne, da oben da ist er. Oben. Pfeile hast noch? Ich habe jetzt noch 129. So, aber jetzt fliege ich nah am Kopf vorbei, dass du einen Kopfschuss gibst. Na toll, hat er genau den Kopf weggedreht in dem Moment. Kennst du als WOT-Spieler?
Mal wieder verfehlt. Den Nacken zumindest getroffen. Die Gegend ist aber auch keinen Deut besser. Das ist alles nicht super hier. Ja, aber ich habe jetzt gerade den Trick rausgefunden. Du musst sofort in die Richtung abdrehen, wo er nicht hinfliegen soll. So. Such nochmal Kopf. Was in die Richtung? Was macht er? Ah, fliegt in andere. Ja. Sehr schön. Also das musst du wirklich zu zweit machen. Oder es geht auch alleine. Für alle die wo sich gerade wundern, ob das dann auch alleine geht. Man muss das mit dem Skorpion machen. Ein Skorpion unten dran schnallen. Spaß haben. Achtung, Kopfschuss. Uah. Hast den Kopf getroffen? Kann gut sein, ja. Ich hab's nicht gesehen vor lauter Gefieder. Alter. Aufpassen, dass wir nicht selber abstürzen hier. Ja, ich muss mich momentan da voll drauf konzentrieren. Oh, jetzt hat er genau in dem Moment den Kopf gedreht. Habe ihn also nicht getroffen. Ich gebe ihm noch einen im Rumpf. Oder ne, warte. Nacken. Bin schon mit der Halbtorpe runter. Ey, Alter, falsche Richtung. Ist Dschungel. Ist Sumpf. Wenn du das wüsstest, ne? Jetzt nur über den Sumpf fliegen. Hast du nochmal getroffen, ja, ne? Ja, nochmal gut sauber im Kopf jetzt. Na, verfehlt. Jetzt nochmal einen Kopf getroffen. Boah, langsam muss er mal runtergehen hier. Der Kamerad. Ah, jetzt macht er aber auf blöd. Weil, ist jetzt wieder mal ein Sumpf oder ist er über den Wald? Er ist noch über den Wald, aber jetzt ist er gleich am Sumpf. ...118 Schuss habe ich noch. Schon wieder fast runter. Soll ich noch einen mitgeben? Nein. Ich gehe runter. Pronto vor uns, ne? Oh, der wird uns jetzt zum Glück nicht fressen wollen. Zwei Prontos. Drei Prontos. Lade ich ab? Ja. Schau mal, da kommt ein Killer auf uns zugelaufen. An die Kante? Ja. Warte, wo sind deine Füße? Ja, du hast mich, glaube ich, ja. Alter, ich frage mich gerade, das ist ein kleiner. Was muss man machen, um den großen zu kriegen? Wenn wir über dem Sumpf drüber sind? Noch. Sumpf ist genau unter uns. Nee, das kommen, dass wir den treffen und der fällt genau in den Sumpf rein. Und er trinkt wahrscheinlich noch. Ne, das glaube ich nicht. Der wird dann erst gefressen. Ne, der wird gefressen halt.
gebe jetzt auch kein Vollgas mehr. Also noch schieße ich auch nicht. Der Scheiß. Ja, es kommt noch der erschwerend hinzu. Wenn wir nicht einfach ein Lasso nehmen und den fangen und ziehen? Sind wir noch immer im Sumpf? Das ist besser als ich. Wir sind so am Rand. Okay, wir warten trotzdem noch. Das ganze Flussgebiet ist hier irgendwie Sumpf. Ah. Das hat er vorhin gehört. Gib ihm eine mit. Hab ich. Ich hab den Pfeil gesehen, ich hab das Blutspritzen sehen. Das hat mich interessiert. So, nächsten. Wir sind. Ne, jetzt fliegt er wieder zum Sumpf, ne? So ein Arsch! Ich sehe eh kaum noch was. Gib mir eine mit. Meine Fackel ist geplatzt. Super. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ja, dann brech mal ab. Aber das bringt nichts. Ja. Ich sehe noch nicht mal mehr den Vogel, geschweige denn sonst irgendwas. Dann brechen wir ab und versuchen es am nächsten Morgen wieder. Da ihr natürlich diesen Schwarzflug nicht unbedingt mitkriegen müsst, werde ich die Folge hiermit beenden. Könnte jetzt sein, dass er länger war, könnte jetzt sein, dass er kürzer war, ich hab's leider nicht gesehen. Aber ihr seht auf jeden Fall, dass das etwas schwieriger ist, einen großen Vogel zu tamen. Und ich hoffe, ihr seid dann bei der nächsten Folge wieder dabei. Wenn es dann wieder heißt, entweder Quetzal tamen oder wir versuchen, unser Häuschen weiter aufzubauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao! Tschüss!